Seltener Liebesauftritt von Thomas Müller und seiner Lisa. Der Bayern-Kicker ist seit 10 Jahren mit seiner Traumfrau zusammen. 2009 folgt dann das romantische Ja-Wort. Die Turteltauben versorgen ihre Fans auf ihren Social-Media-Accounts ab und an mit süßen Schnappschüssen. Auf Red Carpets lassen sich der DFB-Held und seine Liebste allerdings selten gemeinsam blicken. Jetzt machten sie aber endlich mal wieder eine Ausnahme. Bei der Weltpremiere von Appassionata Equila in München kamen Thomas und Lisa zusammen auf dem roten Teppich. Strahlend posieren sie für die Fotografen und lassen keine Zweifel offen. Sie sind nach 10 Jahren Liebe immer noch mega happy miteinander. Aber natürlich haben die Verliebten an diesem Abend nicht nur Augen füreinander, sondern auch für die anstehende Pferdevorstellung. Wir interessieren uns auch für die Show und wir sind auf jeden Fall gespannt. Aber was ist eigentlich das Geheimnis für ihr Beziehungsglück? Die Profireiterin verrät das bereits 2016 in einem Interview. Verständnis füreinander. Es würde nicht funktionieren, wenn ich nicht akzeptieren würde, dass Thomas bedingt durch den Fußball nur wenig zu Hause ist. Und umgekehrt ist das auch so. Aber für Thomas sind nicht die Siege beim Kicken das Wichtigste. Seine Lisa stellt er über alles. Ich habe meine Traumfrau schon gefunden. Die fühlt sich auch ohne Pokal gut an und ist wichtiger für mich als ein Pokal. Und das beweist auch dieser seltene gemeinsame Red Carpet-Auftritt. Thomas und Lisa sind einfach super verliebt ineinander.